Ahoi, herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einem weiteren Guide zu Stellar Blade. Schön, dass ihr mit dabei seid. In diesem Guide heute widmen wir uns einmal der Nebenquest Vermisster Ehemann. Diese können wir am schwarzen Brett in Zion annehmen. Das heißt, wir gehen hier einmal zum schwarzen Brett, prüfen den ganzen Bums eben einmal. Aber so kann ich herausfinden, welche Informationen die Runde machen. So, und dann haben wir hier Vermisster Ehemann. Mein Ehemann ist ein Ingenieur, der Wartungsarbeiten an der Wiege durchgeführt hat. Er hat urplötzlich ohne ein Wort seinen Job gekündigt. In seiner Körperzelle ist nicht mehr viel Zeit übrig, also habe ich versucht, Verständnis zu zeigen, aber er hat sich bis zum bitteren Ende geweigert, in die Wiege zu gehen. Er hat mir nie erklärt, warum. Mein Mann ist seit mehreren Tagen nicht nach Hause gekommen. Ich habe überall gesucht, konnte ihn aber nicht finden. Ich muss ihn finden, bevor seine Körperzelle abläuft. Er kann Zion nicht verlassen haben. Wenn du ihn irgendwas über den Verbleib meines Mannes Matthew weißt, bitte hinterlass mir eine Nachricht. So, die Quest nehmen wir einmal an. Aber was spricht denn gegen die Wiege? Und dann laufen wir von dem schwarzen Brett aus einmal wieder hier über den Zaun gesprungen. So, hier der Straße wieder gefolgt. So, laufen dann hier die Treppen einmal nach oben. Halten uns dann hier links. Zack, einmal übers Sofa gesprungen. So, und dann, wenn wir nämlich hier in der Ecke weiterlaufen, sehen wir schon grün leuchten. Das ist nämlich der Mann der Guten, den können wir nämlich einmal hier suchen. Ein Ingenieur an so einem Ort. Oh, die Körperzelle ist ausgeschaltet. So, dann haben wir Erinnerungen von Matthew. Niemand glaubt mir, wir werden von einem falschen Propheten belogen. Die Wiege gehört nicht den Menschen, sie gehört den Natibas. Sie wollen uns zu Natibas machen. Wartet nur ab. In Zion werden schon bald Bedauern und Verzweiflung regieren. Das ist der Mann meiner Auftraggeberin. Er mochte weder die Wiege noch Orkel besonders. So, und jetzt haben wir natürlich wieder die Möglichkeit, direkt zum schwarzen Brett zu reisen, um natürlich dann auch unsere Belohnung in Anspruch zu nehmen. So, das heißt, einmal wieder ans schwarze Brett. Sieht aus, als wäre hier ziemlich viel los. Na gut, sehen wir uns ein paar Geschichten von den Leuten hier an. So, und können dann Vermisster Ehemann können wir einmal abschließen. Und haben damit natürlich dann die Sidequest erfolgreich abgeschlossen. Ich hoffe, der Guide hat euch gefallen. Wenn ja, gebt dem Video doch gerne einen Daumen nach oben, hinterlasst ein nettes Kommentar. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr stets auf dem Laufenden bleibt, was Stellar Blade angeht. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche euch weiterhin viel Spaß und sage, macht's gut, bis dahin.